Hi, ich war vor kurzem mal wieder unterwegs mit der Agentur Gedankenwerk vom Sascha. Diesmal waren wir in Köln unterwegs und haben dort für die Deutsche Telekom AG gedreht. Was genau wir gedreht haben, das erfahrt ihr gleich noch. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß mit dem Making-of. Los geht's. Wir drehen hier heute und morgen für die Deutsche Telekom einen kleinen Film zum Thema Rollstuhlbasketball im Rahmen der neuen Sporterfahrung. Die neue Sporterfahrung ist ein Projekt der Telekom, die quasi Berührungsängste von Jugendlichen abbauen will zum Thema Behindertensport. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch den Film Blindenfußball gedreht mit dem Hassan und der Julia. Und heute sind wir hier mit dem Freddy und mit der Lisa, die ich auch kennengelernt habe bei dem Projekt. Also wir haben insgesamt zwei Drehtage. Heute ist der erste Tag. Heute nehmen wir so ein paar Interviews auf. Was haben wir für ein Setup? Als Hauptkamera haben wir die Red Gemini vom Sascha natürlich und als V-Cam die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Genau, heute Interviews und morgen wird dann so ein bisschen B-Roll mit Basketballspielen den Kindern aufgenommen. Wird, glaube ich, ganz cool. Wir haben uns bewusst für die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K entschieden, weil sie sich sehr gut im RAW-Format mit der Red matchen lässt. So, heute ist Drehtag Nummer 2. Wir haben ja gestern hauptsächlich die Interviews gemacht und ein bisschen B-Roll-Aufnahmen. Und heute gibt es dann nur B-Roll-Aufnahmen, also von den Spiel und von den Spielern. Wird, glaube ich, eine coole Sache. Heute ist das B-Roll fällig und da haben wir die Red natürlich entsprechend einmal umgebaut. Wir haben zum einen die Zeiss-Objektive, die CP3. Die finde ich sehr gut, weil sie schön leicht sind. Sie sind kompakter geworden zu der Vorserie. Vorher hatten wir einen Durchmesser von 114 mm, jetzt 95 und Gewicht immer alles so um die 800 Gramm. Sehr, sehr angenehm, gerade wenn man Handheld filmt. Natürlich einmal eine Funkstrecke, Teradek, um natürlich den Kunden auch über einen zweiten separaten Bildschirm immer auf dem Laufenden zu halten. Und ansonsten halt recht kompakt die ganze Kamera, damit wir halt keine Probleme haben. Die Rollstühle sind eingefahren, gleich geht's los. Wir bauen jetzt noch so ein bisschen auf und dann ja, geht der Dreh los. Nochmal kurz zum Stil. Wir haben uns jetzt entschieden, also bewusst entschieden, Handheld zu filmen. Beim letzten Film für die Telekom haben wir eher so Gimbal-Aufnahmen und Stativaufnahmen gemacht. Dieses Mal war es vom Kunden gewünscht, so ein bisschen mehr Action da reinzubringen. Deshalb haben wir uns jetzt hier eben für so einen Handheld-Look entschieden, um die Action so ein bisschen besser rüberzubringen. So, rein Making-of-mäßig versucht der Martin jetzt, diesen Ball beim ersten Versuch da reinzulegen. Zeig's uns! Komm schon, du kannst das! Das ist jetzt mein erster Versuch, den Ball da reinzumachen. Ja, komm, dann zeig das mal, wie du das kannst. Ich kann das. Versuch Nummer 2. Von hier. So. Versuch Nummer 3. Ich hatte immer eine 3 im Sport damals. Um Dynamik halt in den Film zu kriegen, um halt wirklich auch dem Ball zu folgen, dem Spielfluss zu folgen, haben wir uns für den Lineboard entschieden. Und auch keine Gimbals oder sonstiges, sondern Kamera, Freihand auf dem Lineboard. Dadurch hast du automatisch schon halt eine gewisse Stabilisierung. Du hast nicht die Laufbewegung, was auch nochmal sehr gut ist. Und ja, es macht auch riesen Spaß, oder? Das kann ich bestätigen, ja. Jetzt geht's los. Also, wir nehmen jetzt noch ein paar Statements mit den Kindern auf, bevor es jetzt mit dem eigentlichen Event losgeht. Ich mache ein bisschen Pause, weil ich muss jetzt gleich die schwere Red noch tragen. Pause! Pause, habt ihr gehört? Pause! Muss ja auch sein. Pause! Die Interviews übernehmen jetzt die anderen im Team. Genau, wir ziehen uns zurück. Man muss auch bei den Kindern immer ein bisschen aufpassen, wenn da zu viele hinter der Kamera rumwurschteln, dann werden die mal nervös. Deswegen haben wir alle eigentlich abgezogen. Alle hocken hier in der Ecke, keine Bälle und... Irgendwie finde ich das faszinierend, wie schnell die Kids das echt lernen, mit dem Rollstuhl umzugehen. Finde ich super. Danke.
Ja, wir haben gerade das 100 mm draufgepackt. Ist natürlich jetzt halt gerade ein bisschen knifflig. Bewegt auf dem Nineboard mit einem 100er. Deswegen möchte ich das jetzt unbedingt hier am Kontrollmonitor einmal verfolgen, ob das zu wackelig ist oder ob das halt noch funktioniert an der Stelle. Das funktioniert eigentlich richtig gut mit dem 100er. Freut mich. Ist natürlich halt auch echt ein toller Look. Sascha hat jetzt gerade den Nineboard übernommen. Ich lasse mal im Abend kurz ein bisschen ausruhen und dann geht es gleich wieder weiter. Was soll ich sagen? Magenta TV. Ich glaub dir nicht. Zeig mal. Du bist ein ganz schöner Poser, ne? Ich darf gleich meine absoluten Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Tonangeln. Ich hab richtig Bock. Wir versuchen jetzt gleich eine gestellte Situation. Wir möchten gerne einmal den Ballwechsel komplett bis zum Korbwurf nachstellen, dass wir wirklich immer close an den Ball hängen. Ob uns das jetzt in der kurzen Zeit gelingen wird, weil wir werden nur 10 Minuten dafür Zeit haben und natürlich halt auch mit den Kids, die jetzt das erste Mal ja im Rollstuhl sitzen und Basketball spielen, müssen wir schauen. Aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen an der Stelle. So, jetzt sind wir bald am Ende. Jetzt geht es darum, eigentlich nur mal so eine schöne Close-Up-Aufnahme, wie sie aus dem Rollstuhl steigen, dass wir dann noch mal so eine schöne Endszene haben. Der Dreh ist jetzt beendet. Jupp. Lief alles soweit super. Sascha, was ist dein Gefühl? Ja, war super. Ich glaube, wir haben tolle Szenen im Kasten. War natürlich immer, man musste ein bisschen improvisieren, gucken, wo fahren die einzelnen Rollstuhlfahrer irgendwo her und wir mittendrin mit unserem Ninebot. Ich war schon manchmal chaotisch. Manchmal so ein bisschen Kollisionskurs, du auch? Richtig, ja. Das ist die Erfahrung habe ich auch gemacht. Genau, ihr seht es im Hintergrund, jetzt wird noch ein bisschen aufgebaut, beziehungsweise abgebaut und zusammengepackt und dann geht es erstmal nach Hause, ein bisschen entspannen. Jo. Nochmal so als Abschluss, also ich fand es auch mega cool, jetzt neben dem Film auch mal sowas hier erleben zu können. Ich saß vorher noch nie im Rollstuhl, das war jetzt auch für mich das erste Mal. Ganz eine coole Sache. Ja, definitiv. Ja, genau. Jetzt geht es ans Datensicher zu Hause und dann geht es an den Schnitt. Die ganze Postproduktion wird in DaVinci Resolve 15 gemacht. Also Color Grading, Schnitt, Ton, alles komplett in DaVinci. Den Link zum Video findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Genau, lasst gerne mal so ein Feedback da, wie ihr den Film fandet. Wir sind gespannt und ja, jetzt würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.